Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen auf ein gemütliches Ründle 7 Days to Die. Schön, dass ihr reinschaut. Wir ziehen los. Wir haben eine Aufgabe für heute Nacht. Blutmond ist wieder so eingestellt, dass er heute nicht losgeht. Das wäre die Überraschung meines Lebens gewesen, schätze ich mal. Ah, herrlich, oder? Also, Wüstenbiom hat schon einen ganz besonderen Style, finde ich. Auch bezüglich des Sonnenuntergänge. Direkt nach Feierabend, hockt sich jetzt daheim vor der Fernseh, verstehe ich? Und wundert sich wahrscheinlich schon seit Jahren, dass kein Programm mehr ist. Was haben wir eigentlich für Missionen? Haben wir geguckt gestern? Ich weiß es schon nicht mehr. So, machen wir das jetzt. Jetzt gehen wir gemütlich durch die Nacht. Bevor wir morgen heimfahren, habe ich mir überlegt, spiken wir uns mal eine Ölschieferstelle schön zu. Und dann gebe ich mal Vollgas mit dem Bohrer. Und dann gehen wir mal die Heatmap aufheizen. Vielleicht sehen wir mal ein, zwei Schreierinnen. Und dann haben wir auf jeden Fall unser Material. Waren wir hier schon mal? Wenn, dann schon mal eine ganze Weile nicht mehr. Könnte ich mir vorstellen, dass der Nameless. Dass der Nameless das mit dem Kolben heute komplett macht, oder? I've got a bad feeling about this. Ja, das sind die ganz normalen Dörfler hier, Digga. Alles gut. Moloch. Da hinten ist aber auch noch einer. Da rennt auch noch ein Bikerle rum. Ich glaube, wir probieren sie mit dem Kolben. Ist eine Vierer bei Nacht. Das heißt, die Zombies sind jetzt gleich ein bisschen schneller. Gehen wir schon mal rein. Dass ich mich wieder in eine Ecke verbarrikadieren kann. Und los geht's. Pünktlich. Pünktlich werden sie schneller, die Mädels. Huch. Ist gerade einer durchs Fenster. Jetzt kommst du. Ne, bis deine Kolbenschläge werden halt immer heftiger. Ne, da komme ich neben gleich mit. Ich nehme gleich mit. Der Knochen der Liebe. Der Liebesknochen. Entschuldigung. Ah ja, weiß ich ja Bescheid, gell. Wir sind ja hier unter uns. Schön, da war schon wieder einer. Sag mal, ist das ein Sexshop oder was? Wir gucken natürlich durch, wir looten, ne? Wir wollen ja nur durch die Nacht kommen. Wir haben ja keinen Generatorenstress heute Nacht. Es geht einfach darum, alles mitzunehmen, was wir haben möchten. Ist das wirklich ein Vierergebäude? Bin mal gespannt, wo sich das hin verschachtelt, weil das wirkt erstmal nicht so groß. Diamond Chips. Crunch from a can. Haja, wenn der das sagt, da hau ich nicht drauf, ne? Die Automaten. Obwohl der da glaube ich nicht, aber die Geldautomaten, nicht die, wo man was kaufen kann, ne? Die sind ja elektrisch aufgeladen. Digga, ich glaube, du musst drüben durch. Wir sind unterwegs, genießen unser Leben. Ich habe übrigens eins festgestellt, dieses manuelle Zuschalten von der Hordenacht ist zwar eine ziemlich coole Sache, was aber anders ist, wenn du sie fest einstellst, auf 5 oder 7 Tage ist dabei, glaube ich, egal, wenn du sie fest einstellst, ist das Gefühl ein anderes, wenn sie dann hinter dir hast. Weil dieses manuelle Einschalten fühlt sich dann doch, weißt du? Als wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt klar wäre, heute ist Hordenacht und du musst dich dann, also ich werde das wahrscheinlich auf den Rhythmus einstellen wieder. Aber was hätten sie denn da gemacht? Normal schleichen wir ja nicht, gell, aber... My senses have picked up something. Oh! Ich habe gar nichts gesehen. Das ist eigentlich nur eine Frage der Ausdauer mit dem Kolben. Der schwingt nämlich mit dem Rechtsklick. Ja, aber da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Guten Morgen! Guten Morgen! Spread your wings and fly away, Diggerle! Oh, wie gut! Drohne? Ich hätte einfach Bock. This ought to make you feel better. Danke. Der Geier. Wie zielsicher. Oh, schön, guck mal. Und schon ist er mehr so gruselig. Und schon ist er mehr so gruselig. Das nehme ich alles mit. Wir wollen ja demnächst mal unser Maisfeld, ne? Außerdem, ihr wisst ja,
ist eins meiner Geräusche. Sag mal, können wir uns eigentlich auch sowas hier aufhängen? Schädel, würde ich das als Schädel würde ich das suchen? Nö. Oder als Trophäe? Kann man sowas bauen oder muss ich da ins Cheat-Menü? Und wo willst du mir jetzt erzählen, dass du durch bist? Hier. Ich lasse offen, die kommen ja dann sowieso wieder durch. Ah, das wäre natürlich auch cool, wenn man so schädelsmäßig ein bisschen was dekorieren könnte. Ein Buchregal und dann hast du kein Buch drin. Das ist natürlich immer bitter, bitter, bitter. Naja. Okay, scheinbar müssen wir nochmal eins hoch. Boah, Alter. Sie sind echt nicht verlegen, dich zu begrüßen. Geht's aber weit hoch. Topfpflanz. Da war ein Hundekäfig. Oh, das Füßle. Die bei irgendeinem Patch irgendwas verändert eigentlich? Oder ist es wirklich so, weil wir mittlerweile so gut geskillt sind? Weil ich habe ja nichts umgestellt, aber ich habe das Gefühl, die fallen leichter um. Weißt du, wie ich meine? Das muss ich mal ganz kurz was gucken. Die Donnerbüchse. Wir haben ja gesagt, der nächste Punkt geht in Stäge Nummer 1, gell? Weil wir den hier haben möchten. Dann mache ich das jetzt einmal. Ja, aber guck mal, verursachst mehr Schaden mit Kopfschüssen als mit Knüppel. Hm. Hallo? Ach, 3 Punkte. Ja, ja, ist klar. Okay, dann warte ich da nochmal. Der Hund, der hat jetzt aber keinen Laut gegeben, bis er ums Eck war, ne? Baue ich dir deinen Butz ab? Brauchst du eh nicht mehr, du Idiot! Okay. Master, we are not alone. Wo hörst denn du? Ist halt meine Drohne. Die hat einfach ein besseres Gespür für Zombies als ich. Hallo. Du könntest meine Frau sein. Dreimal aneinander vorbeigerannt. Da machen wir doch jetzt heute mal lang rum. Schon mal ein bisschen Friede, verstehst du? Hallo, ich bin hier oben. Ja, hallöle. Das ist jetzt natürlich nicht so toll für dich, gell? Ich muss nochmal. Haben die irgendwas leichter? Ohne Witz jetzt. Ich meine, in der letzten Hordenacht war es ja trotzdem schwierig genug für mich. Aber jetzt gerade habe ich so das Gefühl, oder sind, naja, mal gucken. Aber könnt ihr gerne mal mitteilen, falls ihr was bemerkt habt. Weil ihr habt ja manchmal ein bisschen mehr Überblick, was gepatcht wird. Ich weiß immer nur, wann gepatcht wird. Und wenn mich was interessiert. Wenn es mal egal ist, was kommt, dann kümmere ich mich da immer wenig drum. Hier ist aber eng. Oh, Dröhnchen, da war was für dich. Da war was. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich bin prepared, wie du siehst. So gut, dass sie gar nicht mehr hochkommen. Komm, wir machen zu, Digga, da bist du drin. Drohne. Oh, ich genieße diese Nacht jetzt. Also ich muss das aber wieder, ich muss das wieder für uns so machen, dass die Hordenächte wieder zwingend anstehen, wenn sie anstehen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann ja mal einen Rhythmus von 5 Tagen probieren oder so. 7 ist mal ein bisschen zu weit raus. Gerade jetzt, wo man ab und zu auch mal auf 120 Minuten spielen und so.
Die letzten zwei Folgen allerdings glaube ich nicht. So, dann haben wir einen neuen Bauplan gelernt. Boots und so will ich verkaufen. Stühle können wir schon mal umarbeiten zu Mats. Genauso wie das. Also auch schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Jeanshose. So, jetzt will ich ja mal gucken. Irgendjemand hat nämlich die Tage geschrieben, dass meine Dietriche sich nicht mehr verbrauchen. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Was aber sehr komisch wäre. Spatzel, gib mir mal kurz die Dietriche raus. Naja, ich weiß noch, dass wir Saves gehabt haben. Die letzten haben wir, glaube ich, mit dem Kracher gemacht. Mit dem Knacker. Aber der verbraucht ja Dietrich trotzdem normal, ne? Bin ich gespannt. Ne, dass ein Bug ist. Der unendlich Dietrich-Bug. Jetzt ist er zerbrochen. I've got a bad feeling about this. Ja, aber vielleicht ist es so, wenn er nicht zerbricht, hast du natürlich noch, ne? Und die letzten Schränke, erinnere ich mich, haben wir mit dem Knacker gemacht. Mit dem Drop. Guck dir das an. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, jetzt ist, dass ich sie halt dann... Ich komme doch nicht mal mehr hierher. Jo, egal, dann bleibt unten. Sucht euch einen Weg zu mir hoch. Ich gucke in mein Safe. Wir haben Muni, Hämmerle, Tools oder Griffmod. Den haben sie aber geil hingestellt. Den feiere ich gerade ein bisschen. Okay, der hat noch sein Leben offensichtlich. Hier müssen wir, glaube ich, dann runter. Oder geht's aber tief? Da geht's aber tief runter. In dem Gebäude waren wir offensichtlich noch nicht. Wieder eine Vierer. Oder muss ich gucken? Ich gucke manchmal nicht so schnell. Dann sammle ich einen und wundere mich dann teilweise, wenn ich geschrieben kriege, was ich alles habe. Ja, die sind schon die ganze Zeit da, Mausi. Hier können wir ja abbauen. Die bringen ja ein bisschen Mats zum Verkaufen. Wir sollten mal Beete durchlassen, wenn wir daheim sind. Dass wir einfach mal wieder ein Gefühl dafür haben, was fehlt uns noch. Für ein schönes Maisfeld und so. Hier sind wir jetzt durch, ne? Da hinten ist noch eine Kiste, die habe ich noch nicht gesehen. Gut. Auf geht's. Nach unten drunten. Ja, die waren jetzt die ganze Zeit versperrt. Die Drohne hat mich überholt. Sehr geil. Oh, wir sind schon durch. Dann werden wir wohl uns heute schon die Grabungsstelle schnappen. Ist aber auch nur eine Vierer-Mission, man darf es nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, oben ist eine Wanderhalle. Moment, ich mach mal auf. Master, we are not alone. Ey, wie gut ist denn das? In den Wastelands wäre ich jetzt schon wieder am Ende, ne? Jetzt nur die aus der Umgebung, gell, die mich gehört haben, dass ich da bin. Ah, ich habe mal wieder da Arm gebraucht. Oh, schön, da war gleich alles drin, was ich brauche in dem Sunnywagen. Ich brauche... This might sting a little. Danke fürs Heilen. Halbi, du Sack! Mal kurzer Augenblick. Oh, ich bin infiziert. So ein Scheiß. Ich heile mich gerade mal eben selber. Nehmen wir auch.
Dröncher, hast du was gegen Infektion dabei? Habe ich dir was rein? Droni. All systems go. How may I help? Ich brauche... Ja. Nee, das war Vitamintablett. Die hätte ich vorher nehmen sollen. Gib mir einen Honig. Und kleiner Äserle. So, jetzt gehen wir erstmal da hinten looten. I've got a bad feeling about this. Brauchst du nicht. Das sind jetzt nicht mehr so viele. Bisschen Sprit. Ist prädestiniert dafür, das Gebäude, dass ich den Hauptblut übersehe. Oder liegen lasse, ne? Rede mit Händler. Ja doch, wir haben es erledigt. Ja, dann kann ich noch kurz mit dem Moped hier runterfahren, oder? Wo steht denn das? Da hinten. Ja, guck mal. Perfekt. Das da oben könnte man noch mitmachen, bis es hell wird. Wir haben ja eh gesagt, wir wollen auch mal hier und da einfach mal in ein Gebäude rein, aus Spaß, ne? Nicht nur mit Mission. So, lass mal kurz gucken. Soweit klar. Dann machen wir die vier Buchsen rüber. Soweit klar. Jo, wenn der da oben klopft, das ist schon recht. Sprit nehmen wir natürlich mit. Können wir auch mitnehmen. Dann schlappern wir uns das hier mit rein. Die ist verschlossen. Der hängt irgendwo oben fest, der findet mich nicht. Schöne, gemütliche Mission. Hopfen nehme ich natürlich mit, wenn ich kann. Boah, Alter, wie viel. Komm mal her, du hast da auch noch ein bisschen Platz. Spatzel, ich hab's wieder vercheckt. Bist du beim Zombie oben? Ich rette dich, Droni! Droni! Der nervt mich jetzt auch. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, solange der da ist. Klopft noch einer. Hier bist du. Mann, bleib doch mal bei mir. Du kannst mir das hier abnehmen. Die lassen wir dann hier. Das lassen wir dann hier. Du kannst das abnehmen. Das war's jetzt auch schon, ne? Ha ja, gut. Müssen wir uns so irgendwie behelfen. Jetzt aber ein Problem schon wieder. Wenn ich jetzt heimfahre mit den Taschen voll... Können wir das Red Mesa jetzt nicht auch noch machen? Weil wenn ich da reingehe, will ich ja auch was mitnehmen, weißt du? Machen wir das bei der nächsten Tour. Rennt uns ja nicht weg. Da wäre der große Generator. Den Teilbereich will ich noch durchsuchen. Geht es, glaube ich, aber in ein anderes Gebäude. So, hier sind wir jetzt, glaube ich, soweit mit dem Looten durch. Jetzt geht es endlich zum Hauptloot. Halt. Der hat es bewacht mit seinem Leben. Okay, Magnum, haben wir aber auch schon eine bessere? Oder ist es... Weiß ich jetzt gar nicht. Ist schon wieder so okkult hier alles, ne? So. Ja, die habe ich aber gerade eben schon mal gescrub-upt. Schmeiß jetzt raus, das brauche ich nicht, das Zeug. Die kannst du trinken, da ist das auch schon erledigt. Und jetzt geht's noch an die Kiste. Schön, so eine gemütliche Runde finde ich immer perfekt. Dafür spielt man es ja auch ein bisschen, ne? Dass man losschleppelt. Wir stellen die Horde wieder ein. Ich würde sagen, im 5er-Tagesrhythmus. Und was weiß ich. Ja, so im 5er-Tagesrhythmus. Okay. Buch, das wir schon kennen. Säure. Kohle. Natürlich wieder Munition. Verbändle. Das war die Beweglichkeit. Ne, Geräuschreduzierung. Die brauche ich eigentlich nicht. Und eine Pumpgun, eine Zweier. Die bringt uns zumindest aber Kohle. Jetzt pass auf. Geräuschreduktion. Habe ich irgendwas, was ich... I've got a bad feeling about this. Rektverkauf. All systems go. How may I help? Kommt er oder nicht? Ist der Hammer.
wie die heute wieder anschlagen. Ich wollte eigentlich kurz gucken, kann ich die Geräuschreduktion oben reinmachen in eine Buchse oder sowas, weißt du? Aber ganz ehrlich, so. Gehen wir verkaufen, gehen wir abgeben. Kommst du mal runter, Digga? Ich will doch noch kurz da drüben reinstieren. Er hat's geschafft. Vielleicht trifft er neben das aber mittlerweile einfach auch recht gut. Ist jetzt ein anderes Gebäude, oder? Ich nehme mal an, dass das ein anderer Bau ist, dass der nicht. Oder gehört das noch dazu? Kann sein, dass es noch dazu gehört, ne? Aber geht's jetzt nirgends hoch oder so? Spielt aber auch keine Rolle im Hauen ab. Suchen wir uns noch eine Bohrstelle für morgen, bereiten mal alles vor, dass wir morgen direkt mit dem Erdbohrer einsteigen können. Dann kann ich vielleicht den Lidl einblenden, weißt du? Hallo Halbi. Alter Zinnoberer. Hier sind Leute unterwegs. Sehr schön. Also, am Kiosk machen wir auf jeden Fall weiter. Übrigens an der Stelle, herzlichen Dank für eure Rückmeldungen unter der letzten Horde-Nacht. Ich habe die natürlich gelesen. Ich kann immer nur ein bisschen zeitversetzt drauf eingehen, weil ich ja vorproduziere, wisst ihr ja. Und hat mir tierisch Spaß gemacht zu lesen, was ihr alles so für Ideen habt, wie man den Kiosk retten könnt. Wir retten den auf jeden Fall. Ich werde die Vorschläge, die ihr gebracht habt, wie zum Beispiel einen Graben außenrum ziehen, Einstiegsluke von oben, die Mauern verdicken. Und dann hatte ich ja noch eine eigene Idee, ne, mit den Stelzen. Das werde ich jetzt alles zusammen in einen Topf werfen. Dann knete ich das durch und dann kommt die Kiosk-Rettungsaktion und da packen wir dann alles rein. Dann, wenn wir das mit dem Graben fand ich ziemlich gut. Den Einstieg von oben kriegen wir bestimmt auch hin. Und dann retten wir unseren Kiosk, dass das funktioniert. Und nächste Horde-Nacht machen wir aber, wie ich es gesagt habe, den Lüfter wieder in Ordnung bringen. Und zwischen Kiosk und Lüfter bauen wir uns nochmal einen verlängerten Lüfter rein irgendwann. Und dann haben wir unseren kompletten Fallentrakt. Machen wir. Ich hatte nur in der Nacht selber, war ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Und habe dementsprechend dann gesagt, oh, vielleicht lasse ich es als Ruine stehen, weißt du. Aber das geht bei mir ja immer nur für einen Moment. Und dann bin ich schon auch wieder der Meinung, wir machen da weiter. Packen wir uns eine schöne Idee. Das kriegen wir schon hin. Was wolltest du jetzt machen? Ölschiefer war ja. Diesmal will ich auch wirklich ein bisschen mehr mitnehmen. Deswegen packe ich das morgen in unser kleines Event. Das wollte ich eigentlich nicht. Haben wir uns nicht hier schon eine Ölschieferstelle mal markiert? Ah ne, ich bin in einem komplett anderen Gebiet. Ja, dann suche ich jetzt noch kurz eine Ölschieferstelle mit euch. Lass uns mal da hochfahren. Ich will es zuspiken dann, weil wir werden wahrscheinlich. Oder soll man eher Metall mitnehmen? Brauchen würde ich beides. Ich mache mal auch beides. Irgendwie ist es schon geil hier, gell? Kaum ausgesprochen. Hier ist eins. Kaum ausgesprochen. Man könnte auch auf der Map übrigens gucken, wo die Stellen sind. Aber ich kurve als manchmal einfach gern rum und schaue. Wenn man das sieht, ist es ja hier. Im Groben. Lass mich mal kurz davor stehen, dann sieht man es noch besser. Gut, jetzt hier nicht, aber die Punkte hier sind ja immer irgendwas, ne? Ja, komm rüber. Ich muss nur meine Taschen leer machen, bevor ich an irgendwelche Spikes denke oder sowas. Beziehungsweise. Ich weiß nicht, ob ich da noch Holz drin habe. Was ist denn hier drin? Doch, da ist Holz. Die Pflanzen sind immer so super wichtig, gell?
Mir schon. Federn dafür umso weniger. So. 30 Stück ist doch genau das Maß, was ich brauche. Ja, dann machen wir uns die Stelle schön zu. Wo ist sie denn jetzt? Hier ist auch nochmal Metall. Vielleicht bauen wir dann morgen hier ein bisschen größer. Weißt du? Mama. Spike ich das hier mal schön zu. Ich mache jetzt aber trotzdem mal ganz kurz die Schnellmarkierungen, dass ich es morgen wieder finde. Wir gehen jetzt noch kurz die Quest abgeben. Ich muss meine Taschen leer kriegen, dann spike ich das Ding zu mit euch. Und dann werden wir morgen den Erdbauer hier ansetzen, bis eine Schreierin kommt oder zwei. Wird schon hinhauen. Weil ich einfach mal ganz bis jetzt nur einmal eine Schreierin gesehen oder zweimal. Und ich würde schon mal wissen wollen, ob wir auch mal das Glück haben, dass eine Schreierin ruft, weißt du? Also, weil ja, ich gehe zweimal. Ja, dann machen wir heute eine kürzere Runde. Ich presse jetzt das nicht noch mit dem Bohren rein. Das machen wir morgen gemütlich. Im Schnitt sind ja die Folgen sowieso meistens länger. Alles kleine Manerle. Du bist so ein richtiger Nährmal, bist doch du. Hier, die kannst du haben. Die von mir aus. Die auch mal ausnahmsweise, da habe ich so viele da. Die Holzstacheln, die baut er schon. Knochen will ja der Rack keine. Er wird sich denken, hab selber welche. Das hauen wir jetzt einfach alles so raus, wie es ist. So, lass mal Belohnung gucken. Stahlstiefel 4er. Ne, ich will mir die 5er Rüstung komplett bauen und dann die 6er suchen, praktisch beim Looten gehen. Was bringt man mehr Knete? Die Stiefel. Okay. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Dann machen wir die hier rein. Und dann wäre die Frage gewesen, das habe ich es verkauft gestern. Egal. Das kriege ich denn jetzt? Warte mal, dann repariere ich es jetzt auch. Wo ist sie denn jetzt? Ja, die ist repariert. Was kriegen wir jetzt dafür? 1200 irgendwas war es gerade eben? 1600. A sale is a sale. Ja, kannst palmen. Wir haben im Moped noch ein paar Sachen. Komm, das machen wir noch gemütlich fertig. Dann haben wir zwei Kruschelrunden gehabt mit ein ganz kleines bisschen Action, so wie es sein muss. So. Sonst noch irgendwas, was ich ihm unbedingt geben will? Nö, eigentlich nicht. Wir könnten das schon mal so machen. Das ist auch erledigt. Dann könnte man hier mal ganz kurz. Ne, passt. Also, meine Lieben, ich will nicht noch mehr reinpressen jetzt. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Wir werden allerdings morgen jetzt nicht nur hier graben. Das machen wir jetzt, dass ich den Ölschiefer rausbekomme. Heimweg gibt es hier einen kleinen Schnitt, sodass wir zu Hause am Kiosk ein bisschen was machen können, ja? So, dann haue ich das jetzt hier noch alles weg und dann sehen wir uns morgen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich schon auf die Runde. Bin sehr gespannt, ob wir ein paar Schreierinnen anlocken können. Ich nehme es aber fast an. So, bis dann.